eigentlich mag. Aber irgendwas stört, ganz unerhört. Ist es die Sonne oder die Luft, dass meine Wonne so schnell verpufft? Du fühlst dich heute mieser, weil der Tag wird sicher fieser. Und vielleicht ja nicht nur dieser, denn auch morgen bist du wie ein Brot. 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 Gib mir ein M. M. Ein I. I. Ein S. S. Ein T. T. Mist. Mist. Ja. Hier ist noch ein bisschen Kamillentee. Der hilft dir bestimmt. Oh ja, danke. Ich habe noch nie von einem Busch gehört, der Heuschnupfen bekommen kann. Ja, es ist selten, kann aber vorkommen. Naja, wie auch immer, ich muss arbeiten. Und keine Sorge, Briegel, dafür hast du doch deine Freunde. Stimmt doch, Berndi? Was? Ja, ja. Wen? Na, uns! Mist. Briegel, du entspannst dich jetzt erstmal. Überlass alles uns. Okay. Du hast ja recht, Chili. Ich schreibe euch schnell meine Aufgaben auf. Sieh alles als erledigt an. Los, Daumen hoch, Berndi. Schade. Es mag ja schon sein, dass wir dem Busch helfen sollten. Aber müssen wir deshalb gleich denselben albernen Pullover tragen? Ach, sei doch nicht so negatorisch, Berndi. Orange steht dir. Also ich finde, es macht mich zu buschig. So, schauen wir doch mal, was wir hier machen sollen. Aha, das ist einfach. Senfgurken füttern. Gießen. Gurken gießt man. Nee, hier steht füttern. Die sind bissig. Tja, die hat ja auch unser Briegel gezüchtet. Na, ihr Gurkis? Fertig. So, jetzt haben wir ja fast alle Kreuzworträtsel gelöst. Die letzten noch. So, jetzt habe ich alle Kreuzworträtsel gelöst. In Rekordzeit. Dank meinem Kreuzworträtsel-Otron. Ich bin genial, ja, ja. Tja. Tja, und jetzt? Ich hasse Gurken. Ach komm, Berndi. Nachdem sie gefressen hatten, waren sie fast zahm. Und was müssen wir jetzt machen? Hier. Versuchsreihe Omega überprüfen. Na, dann wollen wir mal. Ich bin vielleicht ein Dussel. Wozu habe ich denn diese ganzen technischen Spielzeuge? So, jetzt nur noch den Fluxreaktor neu kalibrieren. Was ist ein Fluxreaktor, Schaf? Keine Ahnung, aber er muss neu kalibriert werden. Was für ein Tag. Okay, Leute, seid ihr soweit? Meister Briegel sagt euch jetzt, wo es lang geht, ja? Also, Zahnfee 12 macht Heilzauber. Göbel und Haf zaubern den Plus-50-Angriff. Bubi und Nati benutzen ihre Zauberbögen. Ich ziehe mit meinem Krieger die Aggro auf mich. Es wäre doch gelacht, wenn wir den Feuerdrachen nicht klein kriegen, was? Alles klar? Okay,
dann. Also du ziehst die Schraube da oben fest und ich dreh gleichzeitig an dem Rad hier, bis es Bing macht. Moment, Schaf. Meine Arme sind doch zu kurz. Oh, Mist. Was ist denn jetzt los? Ach, nee! Was mache ich denn jetzt? Ich muss das Bett hüten, mir ist total langweilig. Und jetzt haben wir noch nicht mal mehr Strom. Ich muss nachdenken. Ja. Ich hab's. Wir unterhalten dich, Briegel. Bitte? Ach, stell dich nicht so an, Bernd. Wer hat denn den Strom abgewürgt? Aber... Ah, nun komm schon. Wie soll Briegel denn gesund werden, wenn er sich zu Tode langweilt? Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Höre, Indianerbrot. Wenn du den Toaster des Schicksals erringen möchtest, wähle ein Seil. Das rechte. Nee, das linke. Das linke. Das linke soll es sein. Du musst drücken, Briegel. Ach so, ja, klar. Game over. Verdammt. Chili, wann habe ich eigentlich das letzte Mal abgespeichert? Bei der Brücke des Todes. Oh nein. So, har, har, mal, da bläst er. Tja. Diesmal entkommst du mir nicht, Moby Dick. So war ich, Ahab heiße. Was? Ach so, ja. So, also, da rüber, 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 stopp, hoch. Und los geht's. Ihr habt ihn. Tja. Das ist so demütigend. Mr. Brot, der Angolianer ist mit unserem Friedensvertrag einverstanden. Zur Besiegelung unserer neuen Freundschaft, oh, bietet er Ihnen die Hand seiner reizenden Tochter an. Es wäre unhöflich, nicht anzunehmen, Mr. Brot. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. X ist küssen. Rührend. Hey, Bernd, X ist küssen. Nicht so stürmisch. Au, Mist. Hey, der Strom ist wieder da. Dann kann ich ja wieder Computer spielen. Na, dann brauchst du uns ja nicht mehr. Schicksal, ich danke dir. Nein, nein, danke euch. Das war toll. Also... Wenn man es genau nimmt, das war sogar toller als Fernsehen, Computer und alles zusammen. Viel toller sogar. Eigentlich habe ich jetzt noch gar keine Lust aufzuhören. Ich schon. Ich auch nicht. Und wisst ihr was? Wir müssen das gar nicht. Yippie! Wie wäre es mit Wilhelm Tell? Ich habe doch eine Armbrust. Bernd, setz dir schon mal den Apfel auf den Kopf. Schlimmer kann es eh nicht mehr kommen. Ich hab Lust auf einen Krimi. Ja, mit Banditen, Gangstern, einem ultra cleveren Kriminalwissenschaftler. Den spiel ich. Und einem coolen Superbullen.
ist ja witzig. Was ist witzig? Naja, ich habe gerade eben von einem super coolen Superbullen gesprochen und in dem Moment... Ja, was war in dem Moment? In dem Moment kommst ausgerechnet du hier rein, Herr Potemčič. Ja, sehr witzig. Übrigens, wer von euch Witzbolden hat eigentlich den ultrakomischen Riesenkurzschluss verursacht? Das wird nicht billig. Riesengigawatt Obermist. Ich fühle mich heute wie ein Braun. Wie ein